So, Dalle. Ich wusste heute auch nicht gescheit, wo ich hin will. Eigentlich wollte ich Richtung Feigenends und vielleicht, was weiß ich, nach Maulbronn oder die Richtung irgendwie. Heute gibt es keine Butterbrötchen. Es gab keine. Ganz schlecht. Weil heute Ostern ist. Schon wieder mit Karotten. Ich bin jetzt im Schönbuch. Hier war ich schon mal. Ja, hier hat es auch eine Menge Grabhügel, keltische Grabhügel im Wald. Jetzt esse ich erstmal mein Laugenwecken mit Butter. Aber gut. Also jetzt habe ich doch glatt den ganzen Kuchen aufgegessen. Naja, ist ja Ostern. Ist da wer? Nö. Schon, aber die wollen nichts von mir wissen. Das ist gut. Da ist ein Steinbruch im Alter. Alter? Wahrscheinlich. Und eine Mönchsquelle. Das ist eine Mönchsklause. Das sind keltische Grabhügel und hier sind ganz viele. Also das ist auch interessant. Das sind Tongruben. Die Neuenhäuser Töpfer durften auf dem Betzenberg Ton abgraben. Und zwar schon zu Zeiten Herzog Ulrich. 1498 bis 1550. Sie gruben dann überall, buddelten den ganzen Wald durch. 1820 erhielten die ca. 78 Töpfermeister einen vom Verweis vom Forstamt, nur noch hier an den ausgewiesenen Stellen zu graben, weil sie eben, wie gesagt, überall zu graben begannen. Ah, hier ist alles buckelig, ganz viele Hügel und Täler und Steine. Da haben sie hier wohl gegraben. Noch mehr Tongruben. Ich dachte schon, da hinten wäre eine Viereckschanze. Sieht von weitem so aus, aber das sind Tongruben. Da ist sogar noch Wasser drin. Ja. Der Grenzstein. Und obendrauf ist ein Schuh. Spannend. Habe ich noch nie gesehen. Ein Pferdeschuh. Das hier ist doch interessant. Das ist die Mönchsquelle. Ach, und hier drunter ist der Steinbruch von 1822. Durften die
Steinmetze hier Stubensandstein. Der ganz speziell hier aus der Gegend wohl ist. Schlagen. Direkt am Bach. Die Fahrrinne ist 150 Meter bachaufwärts. Ich weiß nicht, ob ich sie noch finde. Aber ich habe hier noch eine gefunden. Sieht doch so aus. So einem Steinbruch, denn das sind alles abgebaute Steine, oder? Oh ja, ich häng. Hier ist definitiv eine Mauer. Dann scheint der ganze Hügel hier gemauert zu sein. Das sind auch alle Steine. Hier ist ein großer Dreieckstein, oder? Da hinter dem Baumstumpf ist die Mauer. Nee, hinter dem Gestrüpp da. Ja, und auf der anderen Seite sieht es so aus. Also ich bin jetzt in so einem Graben. Auf der linken Seite ist eine Mauer und hier ist auch eine Mauer. Bis hier vor. Entweder sind es die abgetragenen Steine und nicht abgeholten vom Steinbruch. Gut. Oder aber es ist irgendwas anderes. Denn das sind alles Steine von. Was ist das? Osten her sieht es so aus. Das sind Steine. Dann geht hier so ein Weg nach unten. Dort vorne ist die Mauer. Und das sind auch alle Steine. Ich meine, da wo eh schon Steine rumlagen, haben sie früher einfach einen Steinbruch draus gemacht. Und heute ist es alles als Steinbruch ausgezeichnet. Da weiß man natürlich nicht, was das. Ja, ob das vorher mal was anderes war. Das ist noch nicht zu Ende. Also ich komme jetzt von da, da geht's runter. Das ist der eine Hügel.
Hier geht es runter zum Bach. Und hier geht es nochmal runter. Allerdings stehe ich hier schon. Ist wohl alles. Naja. Denn hier geht es nur so weiter. Dort vorne, das sind doch auch Mäuerchen, oder? Aufgeschichtete Steine, nennen wir es einfach mal so. Jetzt gehe ich mal da nach unten und schaue, wie das aussieht. Hier alle Steine. Ich bin nur ein winziges Stückchen von hier runter. Und da sieht es so aus. Keine Mauer, aber sieht aus wie aufgeschichtete Steine. So, und wenn das mal ein Steinbruch war, dann stehe ich mittendrin. Denn hier ist alles voll. Das Schild war zwar dort vorne oben am Weg, also auf der anderen Seite vom Bach. Bach ist gut, das ist ein richtiger Feldsturz, wo die Quelle da drin, die Mönchsquelle da drin verschwindet, herunterfällt. Aber hier, das ist doch Wahnsinn. Ui, das ist definitiv ein Feldsturzgebiet. Also ich glaube, da gehe ich jetzt nicht weiter runter. Aber jetzt lauter so Hügel und alles. Ja, mit relativ großen Steinen übersät. Felden. Spannend. Jetzt gehe ich noch darüber. Ja, und hier geht's runter. So, jetzt bin ich wieder am Bach und versuche die Radspuren zu entdecken. Auch wieder Steine. Also wenn sie hier Ton abgebaut haben, dann haben sie das. Nee, hier haben sie das nicht eingemauert. Auch noch die Reste vom Steinbruch. Das sind sie nicht. Aber hier müssen sie doch jetzt irgendwo sein. Da liegen die zwei großen Felsen rum. Man sieht, wie groß die sind. Aber jetzt habe ich sie doch gefunden, oder? Mensch, können 150 Meter weit sein manchmal. Jetzt bin ich aber nicht ganz sicher. Obwohl hier ein Weg gewesen sein könnte. Das hier. Also hier der Fels. Und hier der abgeschliffen ist. Also hier ist eine Rinne. Und hier hätte es weitergehen können. Die Bäume weisen noch den Weg der früheren Spuren, die Schatten der Bäume. Ja, also hier sieht die Rinne aus. Die dann hier
bisschen freigeschaufelt, weil das ist definitiv die Stelle von dem Foto. Spannend, haben wir hier auch sowas. Wer weiß, wo es dahin geht. Ich werde jetzt mal in die Richtung gehen und schauen, was dort auf dem Weg liegt. Also den Weg konnte ich nicht entlang gehen, weil da viel Gestrüpp war und der Boden mit Wild- oder Wildschweingetrampel gefüllt. Aber ein bisschen, was bin ich, südlicher, komme ich wieder auf so eine Torfgrube. Zwischendrin große Steine und gehe jetzt wieder auf den Weg zurück. Puh, war das jetzt anstrengend und ich dachte, ich laufe heute nur so ein bisschen langweiligen Weg entlang. Habe nicht mal meine Stöcke mitgenommen. Naja, so geht's. Ich muss ja den Kuchen noch abtrainieren, von daher ganz gut. Ach ja, jetzt stehe ich wieder auf diesem Steinwall, der hier so, da ist die Torfgrube. Pum, und wieder zurück. Ui, der ist ja riesig. Ein altstattlicher Grabhügel, ca. 800 bis 400 vor Christus. Diese Grabstätte, hier gab es keine archäologische Untersuchung. Und dabei sieht er irgendwie so neu aus. Jedenfalls schön. Naja, sieht ein bisschen aus wie ein Müllhügel. Matsch. Naja, hier hat schon jemand ein bisschen gegraben. Oh, das sind Steine. Ist auch einer. Ein Dreieck. Aber da hat doch jemand gegraben. Und dann so abgeholzt. Ist das sogar ein Bagger hoch? Da ist doch ein Bagger hochgefahren. Das sind keine historischen Spuren im Stein, sondern Baggerspuren im Schlamm. Ist der hier wohl? Nur die Bäume abgeholzt? Oder auch ein bisschen gegraben. Sehr auffällig hier. Diese Steine im Dreieck. Na, ich weiß auch nicht, das sieht komisch aus. Wollen sie den wohl für die Touristen schön herrichten? Mit Gras bepflanzen und Mäuerchen drumherum machen. Wer weiß. Hier hat es weitere Steingebilde. Das sind Steine. Und da hinten auch, da ist auch noch einer. Ich weiß nicht, ob das Keltenhügel sind oder... Na, das hier bestimmt nicht. Aber das sieht auch wieder aus wie ein Stein. Mauerwall, was weiß ich. Das ist länglich und
etwas breiter als eine Mauer. Und hier kommt dann gleich noch einer. Auch Steine. Spannend hier. Oh ja, und direkt gegenüber ist hier der Graben. Und vorne wieder Felsen. Wahrscheinlich auch ein Steinbruch. Oder als solcher eben irgendwann mal verwendet. Hier sind auch noch irgendwo. Wie gedacht, ja. Das ist ein Steinbruch. In dem staatlichen Steinbruch fand manche Bürger Arbeit, um seine Familie zu ernähren. Der Stubensandstein, aus Stubensandstein wurden einst Mühlsteine, Bausteine, Treppen, Fenster, Tore, Türeinfassungen angefertigt. Dieser Sandstein ist der Sandstein des Ulmer Münsters. Und hier liegt noch dieser dann sind das gegenüber wieder die Abraumhalden oder was auch immer. Ja, wie jetzt? Der Streifen hier. Ah ja, hätte ich mich doch beinahe aufgespießt. Wie ein Vampir. Der ist ja nur noch zur Hälfte und dann durch Straße getrennt oder wie jetzt? Könnt so gehen, so. Und? Ah, kommt die Straße. Der Waldweg. Sagen, hey Leute, wir haben Ostersonntag und es ist kein Mensch unterwegs. Aber da brennt noch ein Feuerchen.